Weiter geht es im sogenannten Warenlabor. Okay. Sind das... Das sehen aus wie Kühlschränke. Das ist ein Kühlschrank. Ja, ist leer. Ich hätte mich blamieren können, indem ich sage, das sind Kühlschränke, aber es sind Kühlschränke. Was steht hier? Eintrag Nummer 19 bereits. Die Familien fragen mich immer wieder, wann alle wieder zurückkommen. Was soll ich nur sagen? Ich beantworte nicht einmal mehr die Anrufe. Es geht um die Monster, die wieder zum Leben erwacht sind. Irgendwie. Eintrag Nummer 20. Esko hat mir heute 5 Nachrichten hinterlassen. 4 darüber, dass jeder sauer ist. Und eine über diese putzige Teetasse, die wie ich aussieht. Danke, Esko. Das sind Dr. Elfes Einträge. Ich lese sie nur normal vor, dann wisst ihr Bescheid. Der Kühlschrank bewegt sich. Das ist ein Kühlschrank. Er ist leer. Irgendwie nicht. Er scheint seltsame Proben zu enthalten. Der gibt doch her. Nein. Eintrag Nummer 21. Ich verbringe jetzt meine Zeit regelmäßig am Schrottplatz. Das ist mein Element. Kühlschrank, seltsame Proben. Und der ist leer. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Kühlschrank das nächste Monster ist. Es gab ja hier schon so einige. Es ist eiskalt. Amalgamate. Attacke minus 12, minus defensiv 5. Es scheint zu zergehen. Komische Musik. Sne, oh, wie? Ja? Nicht angegriffen. Was ist das? Mit dem ist ja ganz was falsch. Lachen. Du lachst und lachst weiter. Es ist so witzig. Du kannst nicht aufhören. Was? Du hast das nicht gemacht? Snowy. Der Angriff ist jetzt nicht besonders stark. Das kommt bestimmt gleich. Stören. Du sagst so etwas wie, du siehst grässlich aus. Warum lebst du überhaupt? Was? Du hast es nicht gesagt? Hier passieren auf jeden Fall merkwürdige Sachen. Immerhin werde ich dadurch geheilt, so langsam und allmählich. Scherzen, du machst einen schlechten Witz über Eis. Ihr Ausdruck verändert sich. Ich erinnere mich. Erinnert sich aber jedenfalls nicht daran, wie man kämpft. Es ist eiskalt. Ja, nochmal scherzen. Du machst einen schlechten Witz über Eis und ihr Ausdruck verändert sich weiter. Danke. Eiskalt. So, du machst einen schlechten Witz über Eis. Sie ist völlig beruhigt. Du warst siegreich. So, ja, strange. Du findest einen blauen Schlüssel und befestigst ihn am Schlüsselbund. Haben wir jetzt so ziemlich alles. Müssen die nur noch, positionieren, ne? Den grünen und den blauen Schlüssel. Okay. Eine Notiz liegt am Boden. Du kannst nicht alles lesen. Vorhang. Das ist alles, was du entziffern kannst. Klick. Der grüne Schlüssel passt perfekt in den Schlitz. So, und wenn alle 4 Schlüssel positioniert sind, 3 sind es bereits, dann können wir die Tür in der Mitte öffnen. Es gab hier im letzten Part, war das hier? Nein. Eins weiter vorher. VHS-Kassetten mit König Asgore und Toriel, sehr offensichtlich. Scheinbar in jungen Jahren. Scheinbar mit ihrem Sohn Asriel. Und angeblich mit uns. Markus. Wie ich mich genannt habe halt in diesem Spiel. Wie das sein kann, kein Schimmer. Klick, der blaue Schlüssel passt perfekt in den Schlitz. Aber gut. I am gespannt. Creepy Sachen sind das hier. Was soll denn noch passieren? Wir haben jetzt diese, ja, gescheiterten Monster erlebt. Schön, euch kennengelernt zu haben. Nichtsdestotrotz, ne? Alles auf, ne? Mein Gefühl sagt mir, es ist ein guter Zeitpunkt zu speichern. Ist das ein Aufzug? Aber wo führt dann das hier lang? Hä? Es scheint, ein weiterer Aufzug hat keinen Strom mehr. Es scheint abgeschaltet zu sein. Mein Gott, was habt ihr für komische Stromkreise? Mach mal eine den FI wieder an. Na, da mache ich das direkt. Es reguliert den Strom für den Aufzug. Einschalten. Yes!
Das ist aber ein Herz. Ist das irgendwie eine Seele oder so? So, alle vier auf einmal, quasi. Wirklich? Hey, stopp! Hey, stopp! Ich hab euch Futter mitgebracht, okay? Okay. Tut mir leid, sie werden ein wenig frech, wenn man sie nicht zeitig füttert. Ich denke, sie haben die Toffelchips gerochen und wie auch immer. Der Strom fiel aus und ich wollte ihn wieder einschalten, aber es scheint, du warst mir einen Schritt voraus. Das war dir wahrscheinlich alles sehr unangenehm, aber ich schätze, dass du mir helfen wolltest. Wie ich sagte, hatte ich Angst, dass ich nicht wiederkehren würde. Aber das liegt nicht an diesen Typen. Ich habe mir nur Sorgen gemacht, dass ich zu viel Angst hätte, die Wahrheit zu erzählen, dass ich wegrenne oder etwas Feiges mache. Ich schätze, ich hol dir wohl eine Erklärung. Wie du vielleicht weißt, wollte Asgore, dass ich Seelen studiere. Während meiner Forschung isolierte ich eine Macht namens Entschlossenheit. Ich habe es den sterbenden Monster injiziert, damit die Seelen bestehen. Aber das Experiment schlug fehl, weil so im Gegensatz zu menschlichen Körpern haben Monster nicht genug physische Beständigkeit für viel Entschlossenheit. Ihre Körper beginnen zu schmelzen und ihre Form zu verlieren. Hab's gesehen. Sobald sind alle Testobjekte zusammengeschmolzen zu diesen Dingern. Als ich sie so sah, wusste ich, ich kann es ihrer Familie nicht erzählen. Ich konnte niemandem davon erzählen. Oh, ja, ist wahrscheinlich doch besser so, Alter. Ich habe überlegt, ob ich das wissen wollen würde, aber nein, nein. Ich will keine zusammengeschmolzenen Familienmitglieder sehen. Egal, wie sehr man mich danach fragen will. Wissenschaft, wisst ihr. Ich hatte zu viel Angst, daran weiter zu arbeiten. Alles, was ich tat, war ein kritischer Fehlschlag. Aber jetzt denke ich anders darüber. Ich werde jedem erzählen, was ich getan habe. Es wird schwer werden, ehrlich sein, an mich glauben. Es werden sicherlich harte Zeiten werden. Es gibt bestimmt Tage, an denen ich es wieder vermisse. Aber zu wissen, dass ich so gute Freunde habe, das macht das Ganze wesentlich einfacher. Ich danke dir. Kommt, Leute. Es ist an der Zeit, dass alle nach Hause kommen. Oh, ich sagte gerade, das ist wohl keine gute Idee. Der Strom läuft wieder. Okay. Tja. Hi. Eintrag Nummer 8. Ich habe mich für einen Kandidaten entschieden. Ich habe Asgore noch nichts gesagt, weil ich ihn überraschen möchte. Im Zentrum seines Gartens gibt es etwas ganz Besonderes. Die erste goldene Blume, die noch vor den anderen erblühte. Die Blume von der Außenwelt. Sie erschien kurz bevor die Königin ging. Ich fragte mich, was passiert, wenn etwas ohne eine Seele den Willen erhält zu leben. Das Flowey? Mal gar nichts drüber nachgedacht. Ich habe Flowey einfach als Monster abgetan. Eindruck Nummer 18. Die Blume ist verschwunden. Erhielt den Willen zu leben. Telefon! Es ist eine Stimme, die du noch nie zuvor gehört hast. Markus, bist du da? Es ist lange her, nicht wahr? Aber du hast dich gut geschlagen. Dank dir verläuft alles nach Plan. Markus, man sieht sich. Ah, nach oben. Ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung, wer das gewesen sein könnte. Ich spreche es jetzt aber mal nicht aus. Die Tür ist durch wuchende Schlingpflanzen fest verschlossen. Flowys Stimme haben wir auch schon gehört. Die würden wir auch erkennen. Wuchende Schlingpflanzen. Jetzt sind wir hier. Warum? Jetzt passiert hier auch nichts. Na, dann nehme ich die Abkürzung. Ich habe jetzt keine andere Möglichkeit, ne? Ich kann ja nur hier hin. Sieht man die Bugs eigentlich? Sind die absichtlich oder liegen die an mir oder was ist das? Grafikfehler. Zu NES-Zeiten gab es die, wenn man so gelaufen ist. Auffällig ist, dass ich nicht speichern kann. Sieht ihr da unten das? Das gab's doch vorher nicht. Das Spiel kriegt doch sowas hin. Andererseits, wenn ich nach unten oder oben gehe, ist das nicht so. Hier waren ja die Seelen. Darf ich gerade nochmal nachschauen, ob sich hier was verändert hat? Moment mal. Die Seele ist ja drin. Hä? Das ist ein Sarg. Ein Name wurde eingraviert. Markus.
Er ist leer. Okay, er ist doch leer. Nicht, dass diese Blumen alle noch irgendwie was mit Flowey zu tun haben. Lass mich doch speichern, verdammt. Okay. Das Ende. Ja, aber nicht, dass wir jetzt einfach wieder in den neutralen Run reinrennen. Das ist die Barriere. Das ist es, was uns alle im Untergrund einsperrt. Wenn du noch irgendwas zu erledigen hast, dann mach einfach, was du machen möchtest. Das ist genau wie das andere Mal. Lass mich überlegen, was kann ich denn noch machen? Ich kann doch nichts machen. Der Eingang ist versperrt. Es muss was anderes hier passieren. Ich verstehe. Dann ist es also soweit. Bereit? Ja. Alles wie immer. Ein komisches Licht erfüllt den Raum. Zwielicht scheint durch die Barriere. Es scheint, deine Reise wäre endlich zu Ende. Du bist erfüllt von Entschlossenheit. Verdammt. Nicht, dass ich jetzt... Mensch, es war nett, dich zu treffen. Lebe wohl. Oh, doch. Oh. Oh. Was für eine elende Gestalt, einfach ein unschuldiges Kind anzugreifen. Hab keine Angst, mein Kind. Ich bin es, Toriel, deine Freundin und Hüterin. Als erstes dachte ich, ich lasse dich deine Reise alleine antreten. Aber ich konnte einfach nicht aufhören, mir Sorgen zu machen. Dein Abenteuer muss wirklich heimtückisch gewesen sein. Und sollte dir schlussendlich eine furchtbare Bürde auferlegen. Um diesen Ort zu verlassen, hättest du eine andere Person töten müssen. Du hättest Asgore besiegen müssen. Aber ich habe realisiert, dass ich das nicht erlauben kann. Es ist nicht richtig, etwas zu opfern, nur damit jemand gehen kann. Ist es nicht das, was ich die ganze Zeit verhindern wollte? Lass uns also diesen Kampf erst einmal anhalten. So schlimm wie Asgore auch sein mag. Auch er verdient Gnade. Tori, du bist zurück. Nenn mich nicht Tori, Dreamer. Du erbärmlicher Welpe. Wenn du uns wirklich befreien wolltest, hättest du die Barriere mit einer Seele durchquert und wärst mit 6 Seelen zur Rettung zurückgekehrt. Aber stattdessen musste jeder in Verzweiflung leben, weil du hier lieber darauf gewartet hättest, dass nie ein Mensch kommt. Tori, du hast recht. Ich bin eine elende Gestalt. Aber können wir nicht wenigstens wieder Freunde sein? Nein, Asgore. Was machst du denn hier? Ja, Asgore, Mensch! Niemand bekämpft irgendwen. Ihr werdet alle zu Freunden, oder? Hallo, ich bin Toriel. Bist du ein Menschenfreund? Nett, dich zu treffen. Okay. Nett, dich zu treffen. Hey, Asgore, ist das deine Ex? Wow, das ist hart, Kumpel. Hey, niemand verletzt irgendjemanden. Oh, bist du auch ein Freund? Ich bin Toriel. Hallo. Hi. Es gibt 2 davon. Wie schön. Hey, niemand bekämpft irgendwen. Wenn jemand nur jemanden bekämpft, dann muss ich an deine Hilfe fragen. Hallo. Hallo, eure Hoheit. Psst, hey, Mensch. Hat sich Asgore rasiert und sich geklont? Hey, Leute, was geht? Diese Stimme. Ihr kennt euch. Oh, das freut mich richtig. Da geht mir das Herz auf. Alle unsere Freunde sind zusammen an einem Ort. Hallo, ich denke, wir kennen uns. Oh, hey, ich erkenne auch deine Stimme. Ich bin Toriel. Freut mich, dich zu treffen. Mein Name ist Söns. Und, gleichfalls. Oh, warte dann. Musst du sein Bruder Papyrus sein? Grüße, Papyrus. Es freut mich, dich zu treffen. Dein Bruder hat mir so viel über dich erzählt.
Wowie! Ich kann nicht glauben, dass Asgore-Sloan mich kennt. Das ist der beste Tag in meinem Leben. Hey, Papyrus, mit was öffnet ein Skelett seine Haustür? Ja, mit einem Skelettschlüssel? Nein, Dummerchen. Ein Skelett öffnet seine Tür mit einem Schlüsselbein. Ich ändere meine Meinung. Das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Komm schon, Asgore, alles wird gut. Es schwimmen viele Fische im Meer. Ja, Asgore, Andain hat mit den Fischen voll und ganz recht. Manchmal muss man einfach nicht den pelzigen Bossmonstern hinterherjagen und einfach einen wirklich netten Fisch kennenlernen. Das ist eine Metapher. Naja, es ist eine gute Analogie. Oh mein Gott, umarmt ihr beiden endlich mal. Das Publikum schreit nach romantischer Action. Hey, Klappe! Mann, der Typ hat vielleicht Nerven. Richtig, Elfes? Elfes? Nein, Unrecht. Machen wir's. Hä? Naja, okay. Wenn du willst, dann halt dich nicht zurück. WTF! Warte, nicht vor den Menschen. Richtig, entschuldige, ich hab mich überschlagen. Mein Kind, scheint, als müsstest du noch eine Weile bleiben. Aber sieh nur, wie viele tolle Freunde du hast. Ich denke, du wirst hier glücklich sein. Das ist doch ein super Happy End. Nee, ernsthaft, wir haben alle beisammen. Ich kann die auch alle so teils leiden. Hey, das erinnert mich daran, Papyrus, du hast doch jeden hier gerufen, oder? Naja, außer sie. Wie auch immer, wenn ich vorher hier war, wie wusstest du dann, wie du alle herrufen kannst? Sagen wir einfach, eine kleine Blume half. Eine kleine Blume? Ihr Idioten! Während ihr euren kleinen Familienrat hattet, hab ich die Menschenseelen genommen! Und jetzt unterstehen sie nicht nur sie mir, sondern auch alle Seelen deiner Freunde! Und weißt du, was das Beste daran ist? Es ist alles deine Schuld, weil sie dich wegen dir lieben! All die Zeit, die du mit Zuhören verbracht hast, sie aufgemuntert hast, dich gekümmert hast! Ohne das wären sie gar nicht hierher gekommen. Und jetzt werde ich mit ihren und den Menschenseelen eine wahre Form erreichen. Wie? Warum ich das noch immer mache? Verstehst du es nicht? Das ist alles nur ein Spiel. Wenn du den Unterschied glücklich, den Untergrund glücklich verlässt, gewinnst du das Spiel. Und wenn du gewinnst, spielst du nicht mit mir. Was soll ich denn machen? Aber das Spiel zwischen uns wird niemals enden. Ich halte dir den Sieg vor Augen, nur mit dem Schnellwert zu nehmen. Immer und immer wieder. Hör zu. Wenn du mich besiegst, gebe ich dir dein glückliches Ende. Ich bringe deine Freunde zurück und zerstöre die Barriere. Jeder wird zufrieden sein, aber das wird nicht passieren. Du, ich behalte dich hier, egal was passiert. Oh, da habe ich aber wenig Bewegungsradius. Selbst wenn es bedeutet, dich Millionenmal zu töten? Oh man. Tja, was jetzt? Wer ist noch da? Die anderen sind es ja nicht. Was? Hab keine Angst, mein Kind. Egal, was passiert, wir sind immer da, um dich zu beschützen. Oh, wie toll. Das stimmt, Mensch. Du kannst gewinnen. Mach einfach, was ich machen würde. Glaube an dich. Hey, Mensch, wenn du an mir vorbeikommst, schaffst du alles. Keine Sorge, wir sind bei dir! Wie? Du hast diesen Typen noch nicht besiegt? Komm schon, dieser Spinner kann dir nichts anhaben. Rein technisch sollte es nicht möglich sein zu gewinnen, aber irgendwie glaube ich, dass du es schaffst. Mensch, für die Zukunft von Menschen und Monstern, bleibe entschlossen!
Wir sind auch bei dir. Komm, du kriegst ihn. Du musst gewinnen. Du schaffst es, Quark. Nein! Unmöglich! Das kann nicht passieren! Du! Ich kann nicht glauben, dass du so blöd bist! Alle eure Seelen gehören mir! Endlich! Ich habe es satt, eine Blume zu sein. Hallöchen! Markus, bist du da? Ich bin es, dein bester Freund! Asriel! Dreamer! Das Ende naht. Asriel lebt und er war Flowey und... jetzt ist er da und... Analyse. Asriel Dreamer. Unendlich Attacke, unendlich Defensive. Legendäres Wesen aus jeder Seele des Untergrunds. Aus jeder Seele? War irgendwie nicht auf Kämpfen vorbereitet. Der wahre finale Kampf beginnt endlich. Dann werde ich hoffen. Du hältst an Hoffnungen fest. Der Schaden in diesem Zug wird begrenzt. Ah! Schande! Oh, man kann die Übersicht verlieren. Okay. Asriel entlegt Schockbrecher. Bin ein bisschen nervös, gebe ich zu. Ich esse mal die Chips. Du isst die Toffelchips, bist komplett geheilt. Weißt du, ich möchte diese Welt gar nicht mehr zerstören. Das klingt gut. Was zum... Au. Oh, Alter. Asriel ruft Chaos-Säbel. Ich rufe den Clamburger. Nachdem ich dich besiegt habe und totale Kontrolle über die Zeitlinie habe, werde ich einfach alles zurücksetzen. Au. Ja. Okay. Mann, woher soll ich das aus dem Nichts wissen? Asriel entlädt Schockbrecher. Träumen. Du denkst darüber nach, warum du hier bist. Du fühlst, wie die Leere in deinem Inventar schwindet. Warte, was? All dein Fortschritt, all die Erinnerungen. Ich werde alles auf Null zurücksetzen. Ich wollte sagen, ich habe den Dreh raus, aber am Ende wird es doch noch interessant. Asriel benutzt Sternenloder. Letzter Traum? Durch Entschlossenheit wurde der Traum zur Realität. Du bist komplett geheilt. Oh, das freut mich. Dann können wir das alles noch einmal machen. Was ist das? Interessanter Angriff mit den Sternen. Sieht schön aus. Asriel benutzt Chaos Buster. Letzter Traum. 17 geheilt. Und weißt du, was das Beste daran ist? Du wirst es machen. Alter. Halt, halt! Und da ist es passiert. Nein? Doch es weigert sich! Das Ende naht. Keine Ahnung, was los ist. Ich mache hier erstmal einen Cut und dann versuchen wir es im nächsten Part weiter gegen Asriel. Hier geht ja wirklich die Luzi ab. Okay, ich würde mich freuen über einen Daumen und dann bis zum nächsten Mal. Dürft ihr nicht verpassen anscheinend. Bis dann und ciao!